Schönen guten Tag. Warte, ich stehe. Hallo. Hey, na? So. Verloren gehört. Nochmal schnell e-tron oder was? Ja. Herzlich willkommen zum letzten Video zum e-tron. Wir haben gesagt, wird ein schnelles, kurzes, knackiges Video, weil hier legen wir alles auf den Porn. Porn. Ja. Und auf die Farbe. Wir sind ja jetzt schon bei dem e-tron. Oh, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Also ich war krank. Ich hatte aber kein Corona. Ich schätze 4 Millionen Tests gemacht gehabt. Es gibt wirklich auch noch Erkältungen auf diesem Planeten. Ohne Corona. Ohne Corona, ja. Wahnsinn, oder? Vermutet man. Ich bin bestimmt was ganz Besonderes. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So Leute, wie wir schon in den letzten zwei e-tron-Videos gesagt haben, wir haben ja den e-tron jetzt nochmal beklebt. Mhm. Ansonsten ist nichts weiter passiert. Hier steht er. Schön. Es ist eine... Also wir... Wie fange ich jetzt am besten an? Ich weiß ja gar nicht, was ich erzählen wollte. Alles, was wir in dem Auto gemacht haben, 22 Pfostenräder, die Tieferlegung, das haben wir alles schon in Bing, ja, in dem Video hier erwähnt. Dann haben wir gesagt, wir zeigen euch das Auto jetzt nochmal, wenn es fertig ist. Und so ist es jetzt geworden. Hm. Warum ist es so geworden? Die Farbe stand ja aktuell gar nicht fest für das Fahrzeug, was wir drauf machen. Wir hatten kürzlich ja den Lambo da gehabt. Der serienmäßig in so einen Goldton, genau, lackiert war, matt lackiert war. Also Bronze war das schon so. Na, so Goldbronze war ja das gewesen. Und der hatte auch die ganzen Carbon-Parts gehabt. Und irgendwann war dann der Kunde von dem Fahrzeug da gewesen. Wir haben ewig gesucht nach einer Farbe. Und dann kam der rein, hat sich den Lambo angeguckt und sagt, das sieht aber geil aus. Und durch dummen Zufall haben wir natürlich dann auch die Farbe noch fast, ich sag mal so, mit 95%iger Übereinstimmung, ja, in den Farbfächer gefunden vom PWF. Krass eigentlich, dass das so zufällig gepasst hat. Ich wusste, dass die Farbe gibt es auch schon eine Weile vom PWF. Aber ich habe das nie wirklich wahrgenommen gehabt, weil wenn du das auf so einen Schnipsel siehst, dann wirkt das gar nicht. Und dadurch, dass nun der Lambo da stand, das Konzept schon ziemlich cool war, der Lambo natürlich auch die ganzen Carbon-Teile hatte, konnte man sich auf jeden Fall eins zu eins ein Bild machen. Das sieht man ja jetzt, ne? Die Carbon-Teile harmonieren ja super mit der Farbe zusammen. Ja. Also ich finde das totschick eigentlich. Ja, genau. Vor allem hier vorne sieht man das halt schön, oder? Ja, genau. Na? Und so konnte man dann eben sagen, okay, wir gehen dann in die Richtung. Mhm. Dann haben wir dann die PWF-Folie bestellt. Das ist quasi von PWF das Phantomgold. Haben wir jetzt auch als, ich glaube, das haben wir auch das erste Mal verklebt, die Farbe. Wie gesagt, ich habe immer drüber geblättert gehabt. Aber ich denke mal, das ist was geworden. Ja. Und warum haben wir jetzt diesen Mattton genommen? Das hatte ich ja im letzten Video schon gesagt. Das sieht so Porno aus mit diesen. Guck mal, wenn du jetzt auf diese Kante filmst, ne? Mhm. Wenn ihr euch jetzt nochmal das Fahrzeug anguckt, wie es in Schwarz war, wir können ja nochmal das Foto einblenden. Ja. Das kommt niemals im Leben so rüber. Das Auto hat wunderschöne Konturen. Und jetzt sieht man hier wirklich, also wie macht es Sinn? Die Art, wenn es jetzt in der Sonne steht, guckt ihr das mal an. Mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen. Vor allem die Sicke hier ist überhaupt nicht aufgefallen, oder diese Kante. Genau. Auch jetzt hier. Ja, der Arsch, der wirkt jetzt natürlich richtig. Also das sieht mega gut aus, ne? Also. Richtig schick. Und halt auch die roten Akzente da so von den Rückleuchten und alles. Genau, die roten Akzente, RS-Zeichen haben auch wieder drauf gemacht und alles. Also das ganze Ding sieht stimmig aus. Wir hatten noch überlegt, auf der Seite noch irgendwas drauf zu bringen, aber das würde glaube ich, kaputt, ja, machen. Ich finde es so clean, wie er da steht, genau, wirklich super schick. Ne? Von das Carbon-Dach jetzt, wie das zur Geltung, ja, kommt, mega, genau, geil. Das hast du bei den schwarzen Auto gar nicht gesehen. Nee, ne? Das ist richtig untergegangen. Und jetzt hast du eben halt so ein bisschen dieses, ja, stimmige Drumherum. Genau. Ne? Also ich muss sagen, das Auto gefällt mir, wie er hier steht, sehr, sehr gut. Ich bin trotzdem immer noch Schwarz-Fan, steht außer Frage. Ja. Aber wenn das Ding jetzt angerollt kommt, mega gut. Mhm. Ne? Und von vorne auf jeden Fall gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das war ja vorher alles schwarz gewesen. Ja. Ja. Und wir haben jetzt diesmal den Grill mit Folie drin, weil die gibt es ja auch stellenweise, wenn du die Farbe holst. Mit so einem Grau, war, mit so einem Hellgrau. Ja, genau. Und da haben wir gesagt, wir machen das in Wagenfarbe. Eigentlich ist es ja immer umgedreht. Ne? Eigentlich sagst du ja immer, du machst vorne alles schwarz, grillschwarz. Und aber ich denke mal, so wie der jetzt abgesetzt ist, kann man, ja, sich sehen lassen. Ja. Und das macht gerade nochmal viel aus. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt den Grill in Wagenfarbe wieder gelassen. Hm. Das wäre nur ein, du hättest gar keine Kontur vom Auto, ja, gesehen. Ja, das wäre nur schwarz. Ja. Also ich muss sagen, schick, so wie jetzt hier steht, gefällt er mir sehr, sehr gut. Und gerade eben halt auch, wenn jetzt die Sonne sich so bricht, also wenn er sich im Licht so bricht, das wird mega gut. Ja.
bin mal gespannt, wie das Ding unter Kunstlicht aussieht. Ich wollte gerade sagen, ja, da sieht das bestimmt wenn, wenn das Ding abends unter der Tanke steht oder sowas, wenn die Neonröhren draufhauen, das wird auch nochmal richtig ballern, denke ich mal. Ich denke mal allgemein, wenn das Ding abends irgendwo vorfährt und so alles, die ganzen das, Lichter das, sich nein, so... Also wie gesagt, ich habe jetzt, ich bin jetzt 2-3 Runden mit dem Auto gefahren, weil wir noch die Reifendrucksensoren angelandet haben und die Leute gucken wirklich schon auf das Ding. Mhm. Weil du siehst es ja auch nicht jeden Tag. Nee. Ja, das ist jetzt sozusagen der Dynamikfahrmodus. Hinten ist er jetzt noch ein paar Millimeter höher, weil er so ein bisschen schräg in der Welle drin ja. steht. Aber ey, mega gut, ne? Also ich habe auch schon wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf das Video, was wir jetzt vor kurzem gemacht haben, habe ich auch schon einige Anfragen bekommen wegen Rädern und Tieferlegung für diese Fahrzeuge. Also es sind echt viele Leute, die sich für dieses Projekt interessieren. Mhm. Und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es doch schon einige Kunden gibt, die doch wirklich schon auf diese E-Mobilität, sage ich mal, drauf abgehen. Ne? Also totschickes Fahrzeug. Man kann trotzdem was machen, so aus einem E-Auto, wa? Ja, also wenn, wenn wir jetzt nicht wüssten, dass es ein E-Auto wäre, würdest du jetzt denken, dass es ein E-Auto? Nee, natürlich nicht. Ja, also es sieht aus wie eine andere Version vom R7. Ja. Oder? Ja. Na? Und von daher, das Auto steht in keinerlei irgendwelchen anderen Fahrzeugen nach. Also ich bin wirklich begeistert von dem Auto. Muss man noch mal die Kante angucken. Ach, das ist... Ja, das ist... Da gehe ich fest, ne? Wenn du jetzt so hier aus diesem Winkel so guckst. Also das Auto... Du siehst jetzt erstmal wirklich die Proportionen von dem Fahrzeug und ich denke mal, da könnte man noch mal viel rausholen. Man hätte das Auto jetzt auch mattschwarz machen können. Wäre jetzt mein erster Favorit gewesen. Hättest du die Kante genauso gesehen oder der Diamond definitiv. Black. Kein Uni-Mattschwarz, sondern so wie das Diamond Black ist. Weil du hast in der Folie noch diese leichte, du hast zwar Mattton drauf, aber du siehst ja immer noch diese Metallic-Pigmentur drin. Ja, ja. Und das holt es hier noch mal raus, dass das diesen schönen Schimmer drin hat. Ja. So viel zum Thema, würde ich sagen. Also ich denke mal, es reicht dann auch mit dem e-tron. Ihr könnt ja mal eure Meinung drauf, nochmal drunter schreiben, was ihr von dem Auto haltet. Klickt ruhig nochmal auf die Videos drauf, die wir vorher von dem Fahrzeug gemacht haben, damit wir jetzt den Faden nicht verlieren. Weil da haben wir natürlich alles erklärt. Da haben wir alles erklärt, wir brauchen es jetzt nicht nochmal zu erklären. Und dann, ja, schickt mal, sagt mal eure Kommentare, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss. Baby, wanna fuck with the boy for the one time. Okay, maybe one time. Roll it up and hit it for me one time. Cruise around the city, duck it one time. Shorty wanna whip with the boy in a free time. Make a little weed time. I ain't worried, baby, we gon' be fine. Riding like we never heard a street sign. I'm a great catch, baby, better act right. Get the digits, hit it that night. And I shine like a star, he a flashlight. Keep my energy and cash right. I be turtlenecked up cause the ice on my collar got it freezing. It ain't even that season. You came with a lane but you left with a winner, that's treason. But a good enough reason. Brand new denim, two-tone like I just went tanning. I know one that she examined. I'm at the state house knowing that